Hallo, der Blind Spectator, vor euch am Mikrofon. Wir spielen weiter Bug Fables. Wir sind hier im Gummigefängnis und legen hier Hebel um, deren Zweck wir noch nicht so genau kennen. Aber wird geil sein. Vermutlich das Tor hinten aufmachen oder so. Oder das da. Ist auch eine Möglichkeit. Oh, was? Oh Gott. Nicht solche Dinger. Ihr seid doch Dingenskirchen. Euch haben wir. Hab ich. War das auf Aufnahme? Die habe ich verprügelt. Das war eine Nebenmission. Du hast uns hier reingesteckt, also erwarte nicht, dass wir froh sind, euch zu sehen. Schau, wir warten einfach darauf, dass das hier alles vorbei ist. Lass uns in Ruhe. Und da ist wieder ein Hebel im Knast, also in der Gefängniszelle von dem Typen, das ist schlau. Wann wird jemand die Brücke in der dritten Ebene reparieren? Das Ding sieht so aus, wie als könnte es hier nur zusammenbrechen. So, Wein. Und den da. Geht der Typ nämlich auch drauf. Sehr schön. Einfach just for the lols will ich mal wieder mit Live angreifen. Beeindruckend. Darum greifen wir dich mit Live an. Mach weg, die Sau. Ah, es fühlt sich gut an, mit Kabu mit Wei Schaden zu machen. Level up. Wir nehmen weiter Medaillenpunkte. Irgendwann kann mich das potenziell richtig in den Arsch pumpsen. Aber es gibt ja auch noch diesen einen Typen, der dafür sorgen kann, dass wir unsere Punkte zurücksetzen können, falls wir komplett am Arsch sind. So, dieser Hebel, den können wir umlegen, damit wir da rechts reinkommen. Da einmal zu weit geswappt. Und da gibt es ein geiles Baguette, Jungs. Nice. Weg damit. Oh, nee, den brauchen wir weiter. Außerdem legen wir den Hebel wieder um, weil Videogame Logic. Ich gehe davon aus, dass der im anderen Zustand sein muss. In dem hier. So, was haben wir hier? Wir können zu dem Typen rein. Okay, der will nicht kämpfen. Mein Urteil ist in 2 Tagen vorbei, also werde ich jetzt sicher nicht abhauen. Ein Geschichtsbuch. Ein rotes Buch, das du im Gummigefängnis gefunden hast. Es sagt, auch wenn es nicht gefunden wurde, haben viele es versucht, im Namen der Ameisenkönigin oder sowas. What the actual fuck ist das für ein Buch? Weil das war jetzt keins der normalen Lore-Bücher oder so, oder? Interessant. Da ist auch wieder so ein Holzkäfig. Dafür haben wir noch keinen Schlüssel. Hä? Okay, hier war umgelegt. Jetzt hier zu. Da unten war noch ein brauner Hebel, den habe ich noch nicht umgelegt, oder? Let's try. Gibt es noch einen zweiten davon? Oder war es das? Eine Ehrenrunde bitte.
ist das für... Ah, hier unten. Gefängnisschlüssel? Okay, wir können uns hier selbst einsperren. Wow. Das ist ein gut durchdachtes Gefängnis, ich merke schon. Rein da. In die Olga. Okay. Was steht hier? Das Wächterbüro. Warnung, die Brücke zeigt Zeichen der Schwäche. Seid vorsichtig, wenn ihr sie überquert. Aha. Hat Lives Tor ins Gesicht bekommen. So, was gibt's hier unten so? Gitter ab. Gehen wir rauf. Hä? Was ein Arsch. Ups, nee. Der hat mich völlig überrascht, dass da plötzlich so ein Dude ist und der auch noch angreift. Der hat was geklaut! Gib her! Fuck. War potenziell nicht so smart, den anzugreifen. Jetzt kriege ich den einen hier nicht tot in der Runde. Oh, doch, reicht. Der ist einfach damit abgehauen. Der hat mir eins meiner Essen genommen! Fetter Arsch. Aha. Ah, jetzt sind wir hier. Das ist quasi ein Shortcut. Wie geht's uns lebenstechnisch? Aber eigentlich können wir heilen. Nee. Müssen wir Hebel einmal umlegen. Die grauen Hebel sind, nehme ich an, alle miteinander connected. Das heißt... potenziell könnte das nervig sein. Aber für ein Gefängnis ist es bisher noch nicht so Premium gut gesichert. Ja, genau, das dachte ich mir doch. Schalterrätsel. Wer mag die schon? So. Oh, hier oben. Da noch. Ansonsten ist halt auch noch das Warden Office relevant, ne? Manchi, komm und rette die Situation. Gut gemacht. Ich will doch keiner, dass du noch jemanden rufst. Richtig Damage gemacht. 6 Schaden trotz Verteidigen. Okay. Erinnert euch daran, das Equipment zurückzulegen, nachdem ihr es benutzt habt. Andere wollen es nach euch benutzen. Gym und Sicherheitsraum.
Da sind auch ein Haufen Bilder von Alicent der Ersten. Machen wir erstmal den Typen da hinten. Ich drehe immer in die falsche Richtung, bist du shit. Autsch. Okay, da kann man rein. Da geht's dann raus. Ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst ins Warden Office, oder? Nicht weit angreifen, ach du Arsch. Weil du musst dich heilen und zwar dringend. Aber manche wird das Ding jetzt nicht beenden können. Ich hoffe einfach, der greift was anderes an als Y. Natürlich nicht. Aber der schwächere Angriff, das ist in Ordnung. Dann hält ich mal weiter voll Y. So, und Cabo beendet ist. Kann man nirgends hin, oder? Nirgends Sinnvolles. Oh Gott, die Brücke ist brüchig. Man sieht's doch. Okay, sie hat Stand gehalten. Da wird sie wohl erst auf dem Rückweg zusammenbrechen. Oh, da oben ist ein Buch. Hier ist... Es gibt ein Loch. Etwas könnte da reinpassen. Machen wir den Typen da weg. Cabo, bitte. Komm mal bei. Ja, da verteidigt er sich zu gut. Oh Gott. Da können wir jetzt nichts dagegen machen. Doch, klar, live kann das. Eine der wenigen Dinge, die Life tatsächlich noch kann. Also, hier können wir das Ding einfrieren. Damit wir da dann hoch können. Hier ist ein Stuhl, sehr schön. Das Ding können wir einfrieren. Dann müssen wir uns, glaube ich, beeilen. Ein Geschichtsbuch. Es steht darin, die Ameisenkönigin und ihre Töchter sind gekommen, um zu suchen. Punkt, Punkt, Punkt. Stimmt, diesen komischen Gemstone haben wir ja auch noch. Klingt aber alles nach
Wie als würde da gerade wichtige Geheimnisse erfahren. Warte, was hat Screeny nochmal gesagt? Okay, und das hier hat gesagt, auch wenn es nicht gefunden wurde, haben viele erkundet, um es zu finden, im Namen der Ameisenkönigin. Ja, das sind ja eigentlich die Sachen, die wir schon wissen. Vor allem, das kann es beim Warden Office jetzt noch nicht gewesen sein. Wir müssen da nochmal wiederkommen, wenn wir dann irgendeinen anderen Special-Dashel-Gegenstand haben. Den wir aber leider noch nicht haben. So, ins Gym können wir gerade nicht, außer wir könnten das Tor öffnen. Aber das kriegen wir nicht hin, weil dazwischen der Weg versperrt ist. So, weil er macht jetzt noch genau 2 Damage. Und Manchi macht auch 2 Damage. Bin mir sicher, dass ich hier verteidigen gedrückt habe. Was macht dieses PC-Dings? Warning. Warnung. Der Hauptkraftgenerator ist beschädigt. Bitte mach den Backup halt an, ne? Um fortzusetzen. Okay. Wieder 2 Wege. Gucken wir erstmal rechts. Bibliothek. Bibliothek klingt auf jeden Fall auch interessant, aber es sieht nicht so aus, wie als könnten wir da momentan hin. Das erledigt diesen Weg. Gute alte Gefängnisbibliothek. Ah, Mann. Ich bin hier der Sicherheitschef, oder zumindest war ich das. Nach all dem hier werde ich in Rente gehen. Was für eine erniedrigende Situation. Ah, die Wespen haben uns hier eingesperrt. Etwas blockiert das Tor und wir können nicht raus. Ich weiß, dass wir hier in einer schwierigen Situation sind, aber das hier ist der Rückfallgeneratorraum. Die Wespen haben den Computer beschädigt, aber der einzige Weg, die Backup-Power anzuschalten, ist, das Ding da zu drehen. Hast du irgendwie etwas zu tun? Wie wär's mit euren Armen? Leute? Seid ihr doof? Wie habt ihr das sonst gemacht? Was ist der Plan dahinter, wenn ihr das nicht bedienen könnt? Backup-Power online. Das war's schon? Damit bleibt die jetzt dauerhaft online, oder was? Kann ich das Ding kaputt machen? Nein. Ist die Power nicht on? Warum funktioniert es nicht? Ach, dreht es einfach. Das ist wichtiges Behördeneigentum und dreht es einfach. Funktioniert nicht. Können wir es irgendwie treten? Was hat der Hebel gebracht? Ich meine, wir haben jetzt wieder die Gitter geändert. Die Gitter! Oh, das Ding läuft jetzt. Ach so, das ist der normale Weg zur Arbeit, oder wie darf ich das verstehen?
Wenn du morgens im Gefängnis arbeitest und diese Schicht hast, dann hast du halt, da musst du halt ein bisschen sportlich sein, ne? Und vielleicht ein bisschen dein Leben riskieren. Aber das läuft schon. Da oben ist ein geiles Buch und ein geiles Buch wollen wir doch haben. So, den kriegen wir wieder kaputt. Kaputt. Manchi! Ja, immer ein 1 verteidigt. Ich krieg den diese Runde leider nicht kaputt. Fuck. Okay, wir müssen heilen. Warte, der Sharing Stash ist... Macht das auch schon in der ersten Runde? Ah, das ist aber sehr teuer, der Dinger. Kabu, finish him! Fatality. So, hier hinter ist doch garantiert auch noch irgendein Shit versteckt, oder? Hier scheinbar nicht. Das Bücherregal fühlt sich ein wenig wackelig an und es sieht so aus, wie als wäre da ein leeres... ein Regal. Aber wir müssen dann Bücher in der richtigen Reihenfolge einsortieren. Ja. So ein Rätsel ist es, was da auf uns wartet. Erledigt. Manchi, sehr gut. Gut verteidigt auch. Da muss ich mir schon selbst, ne, mich selbst ein bisschen beneißen. Weg der Penner. Gut, dann holen wir nun jenes Buch. Der Everlasting Sapling. Ein Relikt, das ewiges Leben gewährt. Ja, aber uns fehlen da wohl noch ein paar Bücher. Ich meine, nach momentaner hätte ich so gesagt. Ah, die sortieren das selbst. Richtig? Was das ist? Es ist nur ein Haufen Bücher, also. Unsinn, es muss eine Art Reihenfolge geben, die wir nicht haben. Wir müssen sie lesen. Also haben sie es nicht selbst sortiert. Gelb, rot. Ja, aber ja, ich habe nicht mehr Bücher. Aber wir müssen die anderen Bücher noch finden. Ah, dann gehen wir wieder den schönen Weg zur Arbeit, ne? Wo geht's dann weiter? Den PC kriegen wir ja scheinbar nicht an. Ist nicht dauerhaft. Oder so. Ich weiß nicht. Hm.
Die dummen Meisen da hinten können wir auch nicht befreien. Ich meine, wir können gucken, ob wir ins Gym reinkommen. Die Energie läuft jetzt hier wieder, oder? Nice, der Computer sollte wieder funktionieren. Es ist aber ein Haufen Müll. Wenn es nicht mit der Power angeht, dann hau einfach drauf, bis es funktioniert. Okay. Dann müssen wir halt echt mehrfach draufhauen. Was selten als draufhauen? Oder ist es der Hebel? Ich meine, ich hau doch quasi. Das hier macht halt tatsächlich wahrscheinlich nur die Gitter wieder. Gehen wir halt mal, versuchen wir, ob wir ins Gym reinkommen. Ich glaube nicht. Ja, hier ist jetzt nämlich schon verschlossen. Hier unten lang gehen. Dann kommen wir an dieses Gitter, wo man überhaupt nicht sich durchquetschen kann. Ich verstehe. Ja. Genauso funktioniert es. Könnten gucken, ob wir da mit Weiß-Haltetechnik arbeiten können, ne? Dass wir so machen. Ne, wir können ja nicht wechseln. Wir können ja nicht wechseln, während der Bumerang kreiselt. Und wenn der Bumerang dementsprechend nicht kreiselt, kommen wir nicht hier hin. Speichern wir erstmal. Und dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns damit doch in der nächsten Folge. Das war Bugfables, der Everlasting Sapling. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann. Haut rein. Oh, ich habe euch gar nicht reinkommen sehen. Aber wie wäre es, wenn ihr euch das nächste Video anschaut? Oder da. Und abonniert und liked.